Und dann gibt es noch was ganz, ganz Süßes, ne? Erzähl doch einfach mal. Ja, du warst ja eben so begeistert, denn Gabi hat erfahren, dass der kleine Emilio Pepe, mein Sohn, der ist tatsächlich schon Fanmitglied oder im Fanclub vom Bayern München, vom FC, ja, Bayern München. Ja, also das ist echt ein Highlight, ne? So ein Kleiner, der noch nicht laufen kann, aber der ist schon, und das schon seit dem 1. Januar, ne? Seit dem 1. Januar, also mein Schwiegervater hat sich da nicht lumpen lassen, der war gerade raus, da hat er den direkt angemeldet und zum 1.1.19 hat er dann quasi seine Clubkarte bekommen, bekommt jetzt auch jede Woche, ach nicht jede Woche, jeden Monat seine Zeitschrift vom FC Bayern und es ist schon ganz lustig, ne? Bis jetzt gebe ich die Zeitschrift immer rüber zu meinem Vater, der freut sich immer sehr, ne, dass Emilio die noch nicht lesen kann und ich bin sehr gespannt, was der kleine Mann denn später überhaupt für eine Sportart so will. Ne? Vielleicht wird es der Fußball, vielleicht aber auch was ganz anderes. Naja, wenn man schon so da reingedrillt wird, dann wird es bestimmt Fußball, aber alle kleinen Jungs spielen Fußball. Ich selber bin ja jetzt auch nicht der mega Fußballfan, aber ich halte halt auch automatisch zu Bayern München, weil ich so groß geworden bin. Das ist dann schon ein bisschen so mit in die Wiege gelegt, ja. Genau. Also bei mir ist es Köln und Bayern München. Ja, natürlich, Köln ist auch gut. Ja, gehört dazu, ist Heimat. Ne? Ja, also im Prinzip freue ich mich eigentlich für jeden, der ein Tor schießt. Ne? aber Bayern München sollte schon weit vorne sein, ja. Genau.